Und der hat solche Situationen sicher schon das ein oder andere Mal durchgemacht. So, ich weiß nicht, ob das Ding aufnimmt. Hallo, was soll das jetzt? So, 3-3 in Sätzen. Ich habe einiges zu sagen über das ganze Match, aber es ist mir jetzt völlig wurscht. Ich nehme das jetzt einfach mal auf. Keiner weiß, was passiert und meine Gesichtsmuskeln sind schon erschöpft. Bier geht auf. Jetzt trifft er auch mal die Triple 18. Simon, halt die Klappe, du. Ich wollte mich einfach nur selber filmen kurz. Bei diesem Game. Jetzt fange ich an zu labern, so wie automatisch, so. Dort Runde 14. 20 Tops. Das ist gut. Ja! Okay. Come on, Gaga. Jetzt hast du alles erkämpft. Jim hatte vorhin schon Schwächen gezeigt. Als er gemerkt hat, Gaga hat auch noch Bock auf das Match. Gaga hatte zwischenzeitlich keinen Bock mehr auf das Match, sage ich euch ehrlich. Jetzt hat er nochmal Bock. Jetzt weiß ich nicht, ob der noch reingeht. Nein! Das ganze Match müsste man mal durchanalysieren. Wo Gaga manchmal wirklich besser woanders hingehen kann mit den Darts, weil der rutscht drüber zum Glück. Halt die Klappe, Basti. Halt die Klappe. Firepower, mein Oma hat Firepower. Schon tot. Ich kann noch meine 100 kommen. Ach, so eine Wahnsinn. Komm, Gaga, gib ihm. Gib ihm nochmal Saft. Da war der knapp. Nee, die 180er brauchst du eben schon. Genau in so einem Moment. Jetzt verschiebt sich die Maus, weil ich so laut rede. Jetzt aufs Break. Gottes Willen. Bleiben übrig bei Williams. Stellt sich perfekt. So, 121. So, Gaga, jetzt schieb ihm. 121 geht eigentlich immer. Als Profi geht die immer. Die ist einfach so geil. Nein, shit. Kann Williams vielleicht einmal einen daneben werfen und trifft die 16. Aber Gaga hat Anwurf in diesem Satz. Er muss nur so weitermachen. Ja, und er macht so weiter. Oh, der ist stabil. Er ist stabil in dem Satz. Er geht sogar rüber. Oh, 180. Ah. Eskalation deiner Mutter her, jetzt komm, jawohl, schieb ihn rein. Schieb ihm einfach einen am anderen, da ist noch Platz. Ah, die 140 wäre wichtig gewesen. Jetzt kommt der Jim Williams wieder mit so einer Oma ums Eck. Warum sage ich die ganze Zeit Oma, kann ich mal die Klappe halten? Oh. Lass dich nicht beeindrucken, schieb sie rein. Ja, da ist Platz ohne Ende. Ja! 140, komm, da Platz ohne Ende. 300 Punkte beim Feind und du bist auf 81. Wehe, der macht jetzt die Triple 18 voll. Nein, okay. Williams ist aber auch wieder gut unterwegs, auch in diesem Leck. So, Gaga, Triple 19, Triple 15, Triple 19, Doppel 12. Ja, und da sind sie nämlich. Und Gaga ist gerade stabil, der ist gerade richtig stabil. Und ich glaube, jetzt breakt er den Williams auch. Jetzt holt er sich das. Williams hat jetzt Angst. Scheiße, der sitzt aber gut für Williams. Der sitzt gut, der sitzt gut. Er kann ihn nicht nutzen, haben wir ein Glück. Komm, Gaga, jetzt. Gaga mit dem Neuner, was, von was, wo, wovon träumt ihr eigentlich? Die sind weit weg, das ist auch noch eine 7. Das ist richtig Angst, der war gut. Das war jetzt Muscle Memory. Der ging jetzt einfach rein wie beim Treppensteigen. Der war wichtig. Ja, Williams weiß, da drunter muss er. Jetzt kann er aber nicht mehr drunter. Ja, das wusste ich. Das wusste ich. Du kannst ihn da nicht dranlegen, wenn die so eine Doppelsperre machen, weil sonst fliegt er dir raus. Er hat's versucht. Gaga ist jetzt zu niedrig. Man sieht das auch an der Flatterhand, die er nachschiebt. Ein Triple. Ja! Ah, oh, gutes Triple. Gutes Triple. Wenn du die Flatterhand vom Gaga so im Augenwinkel noch siehst, dann weißt du, der Dart geht zu niedrig. Da lässt er ihn zu spät los.
Williams hat Angst. Williams hat jetzt zum Glück gerade Angst. Und Gaga nicht. Ja, der sitzt gut. Der sitzt so gut. Ja, der sitzt so besser. Ja, der sitzt so... Oh! Klatsche an den Draht. An den Draht. Das ist Dart und Draht in einem. Und wieder 302 für Williams. Und diesmal trifft er die Triple 18. Und jetzt einer neben, du Sau. Ach, so eine Sau! Gaga, da ist einer. Oh, oh, oh. Okay, Gaga. Wenn 170 nicht rausgeht, kriegt der Matchstart. Jawohl. Matchstart für Gaga, wenn er trifft. Naja, er kriegt sowieso einen Matchstart, also ist egal. Egal, was der Williams jetzt hier abfeiert. 85 stehen. Triple 15 Tops. Mach's in 2. Wo ist er? Ja! 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 Boom! Wie warm ist das Bullseye? Fucking Lava warm! Ja! Boah, ich krieg ganz selten Gänsehaut im Nacken. Aber jetzt. Ich weiß nicht, was ist der hier labert. Und Janis freut sich auch. Oh mein Gott! Oh mein Gott, war der gut! Kann ich den Sound hier ausmachen von dem Typ? Oh! Oh, auf Bullseye das Ding beendet. Oh, das ganze Match. Ich wollte es eh schon analysieren. So, jetzt lohnt sich's erst richtig. Ich hatte mir schon gedacht, wenn du das analysierst, dann sagst du so, ach, das hat jetzt aus Versehen Gaga erwischt. Aber das ist nicht aus Versehen. Für ihn, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Match auch. Ja, glaube ich auch. Fast aus dem Turnier hat sich hier unfassbar. Hat Matchstart überlebt. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr stolz auf ihn und freue mich. Tierheimat.de. Jetzt noch Bryce raus, das ist geil. Was ein Spiel. Wir sagen danke, Gaga, dafür, auch wenn es ein brutaler Nervenkitzel war. Mein Gott. Jetzt machen wir hier Schluss. Fuck mein Herz, hey.